Große Konfrontation zwischen Mercedes und Ursula von der Leyen. Es geht um die Klimavorgaben der EU. Ola Källenius, der CEO von der Daimler-Benz AG, beziehungsweise inzwischen die Mercedes-Benz AG nur noch. Sie sind jetzt hier kurz davor, öffentlich wirklich breit zu treten, was alle schon lange denken. Der Wahnsinn, den sie sich in Brüssel ausgedacht haben, den kann man in der Realität so nicht umsetzen. Damit aber erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Dass wir das noch erleben dürfen, dass die Autobauer hier ihr eigenes Geschäft davon schwimmen sehen, hier ist es jetzt Mercedes. Und zwar das Mercedes-Unternehmen, was bis 2030 100% Elektroautos verkaufen wollte, sieht dieses Ziel überhaupt nicht mehr erreichbar, hat dieses Ziel bereits reduziert auf 50% Elektro und Hybride bis 2030. Für 2025 plant man lediglich 20% an den verkauften Fahrzeugen. Genau das lässt Ola Källenius jetzt hier die Hutschnur quasi platzen. Er rebelliert offen gegen die EU-Vorgaben und fordert eine Lockerung. Denn er sagt hier wortwörtlich gegenüber dem Handelsblatt, wir können die Kundenwünsche nicht ignorieren. Er verwies auf die nach wie vor hohe Nachfrage nach Verbrennern und außerdem werden auf dem Rest der Welt ebenfalls weiter Verbrennerfahrzeuge nachgefragt. Allein die strategische Ausrichtung auf 100% Elektro vor 2 Jahren zeugt von einem schlechten Management. Eigentlich müsste Ola Källenius gehen. Er wollte den Konzern voll Vogue auf Elektro umrüsten, obwohl die Kunden weder das Geld dafür haben, noch die Lust oder die Emotion verspüren, nur noch Elektroautos zu fahren. Ich habe es euch bereits in einem VW-Video gesagt, Toyota baut schon an Synfuel-Motoren, obwohl die Zulassung weltweit noch gar nicht vorhanden ist. Man bereitet sich darauf vor, dass die nächste Generation an Verbrennermotoren ab 2027 gleich ready to use ist für Synfuel, wie man so schön sagt, also theoretisch auch mit einem alternativen Kraftstoff betrieben werden kann. Mit den alternativen Kraftstoffen etwas zu betreiben, kennen wir hier in Europa nur von Militärfahrzeugen, die sogenannte Multi-Fuel-Motoren eingebaut haben. Dass jetzt aber Herr Källenius hier gegen Frau von der Leyen gehen muss, das hat er nicht wortwörtlich gesagt, aber ich vermute einmal, das liegt daran, dass er noch gar nicht mit seinem Lobbyistenbüro von Mercedes-Benz in Brüssel telefoniert hat. Denn wenn er mit den Brüsseler Lobbyisten, sofern sie denn noch vorhanden sind bei Mercedes, gesprochen hätte, würde der ihm mal erzählen, wie da der Hase läuft. Und zwar geht es hier lediglich darum, dass jetzt mit aller Lobbygewalt, mit so vielen Lobbyisten wie möglich, Frau von der Leyen und ihre Kommission lobbyiert wird. Ja, das hört sich alles schlimm an, aber genau so funktioniert das. Die Vertreter der Mercedes-Benz AG müssen jetzt versuchen, die ganzen Politiker dann immer zu Essen einzuladen und ihnen das durch die Blume zu vermitteln, dass das so nicht funktioniert. Ich befürchte, sie werden auf diesem Wege bei Frau von der Leyen überhaupt nichts erreichen. Ihnen steht allerdings der Rechtsweg offen und darüber möchte kein Autobauer sprechen. Niemand möchte hier der Erste sein, der die Klimavorgaben der Europäischen Union vor Gericht zieht und zwar vor den Europäischen Gerichtshof. Man kann nämlich diese ganzen Verordnungen und Normen am Ende auch gerichtlich prüfen lassen. Man kann sie vor allem dann gerichtlich prüfen lassen, wenn sie einen als Unternehmer wirtschaftliche Nachteile beschert. Dann müsste nämlich der Europäische Gerichtshof mal Farbe bekennen, ob es wirklich Sinn macht, dass die Autobauer in der EU dann ab nächstem Jahr Strafzahlungen leisten müssen, wenn sie ihre Flottengrenzwerte reißen, oder ob es nicht ein milderes Mittel gäbe, indem man statt dieser Strafzahlungen irgendetwas anderes für diese Autobauer vorhat. Am besten lässt man sie natürlich ganz in Ruhe, das würde ihnen natürlich nie einfallen, aber Mercedes-Benz ist jetzt quasi umgefallen, genauso wie BMW umgefallen ist. VW, die kämpfen noch mit sich selbst, aber die kämpfen wohl eher mit ihren SPD-Politikern. Es bleibt jetzt wirklich spannend, wie das Ganze hier am Ende weitergeht, ob sie jetzt hier die offene Konfrontation suchen gegenüber Ursula von der Leyen, ein Machtkampf quasi von dem Chef
von Mercedes-Benz gegenüber der Chefin der Europäischen Union, die nicht mal gewählt wurde. Immerhin wird Ola Källenius von den Aktionären bzw. vom Aufsichtsrat am Ende gewählt. Der hat vermutlich mehr Legitimation als Ursula von der Leyen. Ich bin aber gespannt, wie du das Ganze siehst. Glaubst du daran, dass sie hier wach werden? Ich denke, so langsam, wo es dann an die eigenen Boni geht, die es in Zukunft nicht mehr geben wird, da findet man doch den Weg zur Realität zurück. Und die Realität ist eben die, dass die Kunden nicht bereit sind, 100% Elektrofahrzeuge in 6 Jahren zu fahren, geschweige denn zu bezahlen, geschweige denn ist Mercedes bereit, im unteren Preissegment solche Fahrzeuge anzubieten. Man möchte das untere Preissegment sich völlig abschneiden, um nur noch auf Luxus zu setzen. Ob diese Rechnung am Ende aufgeht, ich zweifle daran stark. Es gibt zwar immer noch zahlungskräftige Kundschaft, aber wenn man kein Volumenmodell mehr herstellen kann, was die Masse sich leisten kann, wird man zu einem Manufakturbetrieb. Und das steigert die Kosten nochmal enorm. Ich würde mich allerdings freuen, wenn es jetzt mal eine offene Konfrontation gäbe zwischen der Autoindustrie und der Europäischen Kommission, nämlich der verantwortlichen Kommission für diese ganzen Klimavorgaben, den Zickzackkurs und auch den physikalisch unmöglichen Zielen, die sie hier einer Industrie gesetzt haben, von deren Steuern eben genau diese Politik auch sehr gut lebt. Sie haben jetzt die Wahl, entweder sie reagieren oder sie schneiden sich diese Einnahmen am Ende komplett ab und dann können sie noch so viel Zölle auf chinesische E-Autos legen. Wenn hier niemand mehr Geld verdient hat, um sich das Auto zu kaufen, können auch 1000% Zoll auf diesem Produkt sein. Es wird am Ende kein Geld in der Kasse der Europäischen Union ankommen. Es bleibt jetzt quasi spannend, wie das weitergeht, aber die Autobauer haben die Schnauze voll, die Kunden haben ebenfalls die Schnauze voll, lediglich die Parlamentarier im EU-Parlament und die Kommission sind noch mehrheitlich für diesen eingeschlagenen Kurs. Ihn beizubehalten, koste es, was es wolle. Am Ende kostet es dann Mandat, Steuern, Wohlstand, Sicherheit und noch mehr, was wir uns alles noch gar nicht erträumen können, wenn ganze Industriezweige wegbrechen mit ihren Zuliefererketten, den ganzen abhängig Beschäftigten, den Familien und der Infrastruktur, die hinten dran hängt. Stellt euch mal vor, Zwickau macht wirklich zu da hinten. Das ist eine richtige Katastrophe für dieses Gebiet dann und auch für die Region. Das kann man so leicht nicht auffangen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich bin gespannt, ob Mercedes hier jetzt offen die Lanze bricht für den Verbrennermotor oder ob das jetzt ein leeres Interview im Handelsblatt war von Ola Källenius, damit er auch mal was gesagt hat zu den Klimavorgaben der EU. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere diesen Kanal und ganz neu Messerradar. Der neue Kanal von mir findest du unter diesem Video, wo es jetzt täglich die Messerinzidenz für Deutschland gibt, damit wir alle mal einen Überblick darüber haben, wie schlimm die Lage wirklich ist. Damit ist jetzt aber Schluss und ich sage ciao, bis bald.